Hey Leute, kurzer Einspieler, ich bin gerade nebenbei am Trainieren und Fischler ist Level 25 geworden. Wenn ich mich nicht irre, dann entwickelt er sich hier und wenn ich mich irren sollte, werdet ihr das hier nie zu Gesicht bekommen. Nicht allein. Ah, und wer hatte recht? Na, ich hatte recht. Ich zumindest eine ziemliche Qual, das Viech zu trainieren, weil dauernd irgendwer explodiert, wenn ich überzahlen kann. Naja. Wir sehen uns dann im Pokémon Center wieder, wenn ich ihn so ungefähr auf 35 habe. Bis gleich, nachher, tschüss, was auch immer. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Feuerrot. Ich habe jetzt Fischleich auf 37 gebracht noch und dann können wir uns jetzt endlich mal diesem Pokémon-Haus widmen. Und ich habe hier drin trainiert. Deswegen weiß ich eine Sache. Finale ist eine absolute Scheißattacke. Und er hier ist Hauptkandidat für diese Attacke. Deswegen immer wenn er drankommt, wechsle ich erstmal auf Tripper. Weil man kann ja eigentlich erst trainieren, wenn man One-Hitten kann. Ich hätte mir kurz EP-Teiler holen können eigentlich. Dann mit Tripper oder so kämpfen und dann... hätte dabei Fischleich mitgelevelt, das wäre gegangen, aber... Ich war zu faul. Ja, ich war zu faul. Und deswegen lief das hauptsächlich so ab. Bis zu einem gewissen Punkt, wo er es langsam schaffte, selber Pokémon zu one-hitten. Weil selbst die Radfrazier haben ihn sonst gewone-hittet mit Hyperzorn. Es war grausam, ich sag euch, ich habe hier echt einen Anfall bekommen. Ich glaube, ich habe 1,5 Stunden gelevelt. Fast 2, glaube ich sogar. Für 12 Level. Bam, 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 bam. Sind das Mewtwo-Statuen? Oh, du hast mich überrascht. Ich dachte, du wärst ein Geist. Was tust du überhaupt hier, Mark? Rattan. Rattan ist ein Team Rocket Pokémon, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass Psycho-Attacke gut funktioniert. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Gift gut gegen Psycho ist und nicht umgekehrt, aber es ist ja auch egal. Unlicht. Body Slam hat er gelernt, ja genau. Das war's aber auch schon. Und dadurch Aquaknarre verlernt, logischerweise. Was skurril war? Bei der Entwicklung, ich weiß nicht, ob ich das noch auf dem Video habe, wollte Fischleich Regentanz lernen. Das habe ich verweigert. 2 Level später wollte er es wieder lernen. Sowas habe ich noch nie erlebt bei Pokémon. Ach, macht das Spiel 3-mal, ja. Das, ich weiß, es gibt je nach Entwicklungsstufe Verzögerungen in den Attacken. Oder dass Attacken halt gar nicht gelernt werden. Und ich weiß, dass Fischleich als Quapsel... Aquaknarre, nee, Hydropump auf 44 lernen würde, als Quapuzzi aber erst auf 51, was nicht schlimm ist, weil ich vorhabe, sie sowieso auf 51 zu bringen, wenn ich zur Pokéliga will und da brauche ich das dann ja. Aber dass halt die Attacke, das gleiche Attacke halt zweimal gelernt wird, das hatte ich noch nie. Das ist, war sehr faszinierend für mich. Und würde mich dann auch mal interessieren, wenn man so einen Quapsel bis 44 behält, das Hydropump lernen. Und man es dann entwickelt und auf 51 will es dann nochmal Hydropumpe lernen. Kann man dann zweimal Hydropumpe, hat also 10 AP für Hydropumpe. Wenn da wer von euch Langeweile und Lust hat, bitte probiert das mal aus. Sagt mir, ob das geht. Das wäre sehr interessant. Versteckter Schalter. Ja, drücken wir mal. Ich weiß nicht mehr, wie das... Oh, dann gehen die Augen an. Böse. Ich weiß nicht mehr, wie das hier war mit dem Schalterrätsel, aber das da kämpfen wir uns einfach durch, das schaffen wir schon. Und ich überlege gerade, irgendeine Attacke lernt Fischleich noch, bevor er auf 51 Hydropump lernt, ich weiß nicht mehr was. Oh, irgendwas im 40er Bereich. Das Problem ist aber, ich kann ihn nicht vor 51 entwickeln, weil Quapo lernt keine Hydropumpe und es gibt es auch nicht als TM hier in diesem Spiel, so wie ich es gesehen habe. Ich habe da mal ein bisschen im Internet geguckt und Internet sagte nein.
Ich werde dann aber, die Pokémon gehen mir hier nämlich ziemlich am Sack, weil ich hier schon trainiert habe. Werde dann wahrscheinlich gleich hier mit Schutz rumlaufen. Das kürzt das Ganze nicht nur ungemein ab. Krimasse ist nett, aber viele machen dann sowas wie Verfolger beim Wechseln, dann kriegt er schon mal Schaden mit. Oder dass sie einen Hyperzahn raushauen und dann hat Andreas halt nur noch halbe Leben und so eine Späße halt. Das ist nicht schön. Ja, wir machen das mit Schutz. Sechs Stück sollten erstmal reichen. Da haben wir schon drin. Da ist jetzt die Tür zu, weil wir müssen hier oft hin und her rennen und gucken, wo ist die Tür offen, wo ist die Tür zu. Brotein gefunden. Wahrscheinlich geht dann oben die Tür zu, wenn ich den Schalter wieder drücke, deswegen gehen wir einfach mal nach oben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wie das Pokémon-Haus hier funktioniert. Du kennst nicht? Ah, ich wollte gerade sagen. Ich bin den ganzen Weg nach draußen, der reinste Irrgarten. Nag, nag, nag. Was war das? Ah, ein TV-Update. Arnie. Ein Dieb, der keinen Weg nach draußen findet, ist schon nicht schön. Nee, nee. Aber der Levelbereich, der passt gut zum Trainieren hier. Und dann sind es auch noch Feuer-Pokémon. Warum hat ein Dieb ein Feuer-Pokémon dabei? Die müssen mal leise und unauffällig sein. Warum ein leuchtendes, rot leuchtendes Pokémon mit einer brennenden Schwanzspitze? Das ist so. Nimm doch ein Nachtara oder irgendein halt ein anderes Unlicht oder Geist oder Pokémon oder sowas. Wunderbar. Ich bin stolz. Oh yeah. Oh nein, mein Boy. Einiges, da geht einiges, das ist richtig. Aber sieht aus wie ein Forscher. Schutz wirkt nicht mehr. Gar kein Problem. Ich habe ja noch ein paar davon und zur Not haben wir bestimmt auch noch Top-Schutz. Okay, was steht da drin? Tagebuch 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Ach so. Hier haben die mit Mew und Mewtwo geforscht? Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch im Original so war. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Fünfter. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Schutz wirkt schon wieder nicht mehr. Ein Schritt. Ein Schritt. Ein fucking Schritt. Aber wie gesagt, mittlerweile kann man die One-Hit bei sind Smogon, was noch ein HP übrig hat, macht dann Finale und zieht ja die volle Leiste ab. Das zieht dann 70, 80 Leben ab oder so eine Späße, ey. Da konnte ich, hatte ich mich immer so aufgeregt, dass. Da bekommst du so einen Hals, sag ich dir. So ein Hals. Wäre jetzt so ein Moment für eine Facecam, aber so ein Hals. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? So ein Hals. Ja, so ein Hals, ich sag euch das. Und was ich auch nicht mehr weiß, hatte das Ding. Hatte das Ding wirklich drei Etagen? Wer würde es nicht tun? Da geht's auch hoch. Das einzige Pokémon, was ihr bisher noch nicht gesehen habt, was hier rumläuft, ist, glaube ich. Nee, habt ihr einen Ratzfatz gesehen? Das gibt auf jeden Fall Ratzfatz Radikal, Smogon, Smogmog und Fukano. Das war's. Ich drück den Schalter. Moin! Ah, da musste man irgendwie runter. Mein Mentor lebt eins hier. Ja, nee. Also, nee. Nicht ganz so der Elementvorteil, den ich mir erwünscht habe. Zielschuss. Und das nächste Attacke wird Volltreffer oder was? Oh nein. Dann noch nicht. Na, oh. Das tut weh. Das tut so weh. Es kann doch nicht angehen. Wieso? Oder liegt das am Zielschuss?
so eine schlechte Trefferquote hat er selten. Sehr selten. Magnetilo. Nee, Magneton war das sogar. Magneton ist gut, das kann man Fuß kicken. Das ist schwer genug. Oh, natürlich. Paralysiert, verwirrt. Gezielscheibt. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt, selbstverständlich. Ah, dieser Knirps, der geht mir auf den Sack. Der geht mir so auf den Sack. Dieser bescheuerten Pokémon. Ah, ja. Das brennt in der Seele. Ah, Drecksviech, ey. Lieb alles. Brenn ihn auseinander. Ich will, dass der ganze, dass es zu einem magnetischen Klumpen zusammenschmilzt. Nicht anders verdient, mein Freund. Oh, da geht einiges. Schlitzer. Ja, wie schön. Schlitzer ist hübsch. Ich glaube, das nehme ich, oder? Nehmen wir Schlitzer? Macht mehr Schaden, bessere Trefferquote ist halt nicht Stahl. Klar, Hieb mit Klaue oder ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. Oder gegen das? Das ist eigentlich besser als... Aber es ist eine Metallattacke. Stahlattacken können nicht so schlecht sein. Aber Flug hat auch noch... Nee, dann machen wir so. Schwupp. Da-da-da-dam. Nee, das ziehen wir jetzt durch. Wow, unglaublich. Wir müssen da, soweit ich weiß, runter. Wartet. Oh, 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 ich hab fast mein Trinken umgeschmissen. Zack. Oh, fuck. Bis gleich, Leute. So, wieder da. Was passiert, wenn man versucht, im Safe State zu setzen? Ich glaube, wir müssen... da runterspringen. Ich will erstmal hier kurz gucken. Den sollten wir auch kaputt kriegen. Psycho? Versuchen wir es einfach mal. Ich habe dann jetzt eben auch nochmal alle Trainer nochmal besiegt, weil besonders der eine hatte viel Geld dabei und außerdem bringt das ja immer eine Menge Erfahrung. Wenn die Pokémon nicht gerade verkloppt werden, paralysiert werden und so eine Späße. Ja, das ist nervig. Langsam habe ich Hunger. Das sage ich, glaube ich, relativ oft in letzter Zeit bei den Aufnahmen, aber in letzter Zeit nehme ich auch dauernd auf, wenn ich Hunger habe. Oder bevor ich esse. Oder nachdem ich esse. Oh, ich mag essen. Kommt drauf an, was. Klingt gerade total verfressen. Aber ich mag essen wirklich. Das ist schön. Ja, wie soll man das beschreiben? Essen ist halt Essen, ne? Aber ich glaube, jeder versteht. Ich glaube, die meisten zumindest verstehen ungefähr, was ich damit sagen will. So, versuchen wir es mal. Boom. Er hat mich tatsächlich doch noch gesehen. Und bist du hier, niemand etwas zu suchen? Bauschel Boy Ramon mit einem Elektroball. Ja, dagegen habe ich gute Chancen. Mit Andreas. Und? Ist er paralysiert? Nicht gut. Bin ich gut. Wirklich nicht gut. Ja, Kreuzhieb ist ein bisschen übertrieben für ein Pokémon, das fast auf halbem Level ist wie wir. Aber hey. Smogmog. Ja, dann das darf Trepper machen. Da ist Trepper.